Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem Input-Video zur ersten Sitzung unseres Seminars Fankulturen und Fankommunikation. Mein Name ist Simon Meyer-Fiaker, ich bin Professor für angewandte Linguistik hier am Institut für Germanistik der TU Dresden und ich möchte in diesem Video einen kurzen Einstieg in das Thema geben, möchte vorausblicken auf das, was wir im Seminar vorhaben und dann möchte ich noch einige organisatorische Details klären. Und ich möchte beginnen mit einem Panorama, einem Sammelsurium von Phänomenen der Fankommunikation aus der Gegenwart, wie sie uns zum Beispiel in diesem Seminar interessieren könnten. Zum Beispiel Fußballfans, die in den Stadien sich vielfacher Zeichen bedienen. Sie sehen hier die Fahnen, die Spruchbänder. Wenn wir jetzt ein Video hätten, dann würden wir wahrscheinlich auch Sprechchöre und Gesänge hören. Und all das kann man natürlich auch linguistisch untersuchen. Sie wissen vielleicht, dass Fans auch selber Texte produzieren. Hier mal ein Überblick über sogenannte Fanzines aus England, also von Fans produzierte Magazine, die sich mit dem Thema Fußball und Fankultur beschäftigen, die meistens an den Verlagen vorbei in Eigenregie produziert werden, aber natürlich interessante Textsorten sind, sprachlich, aber zum Beispiel auch typografisch. Heutzutage haben sich die Fanzine-Aktivitäten vom Printbereich vielfach in die digitalen Medien verlagert. Wir finden zum Beispiel hier das Fanmagazin von Hannover 96. Es ist so eine Art Blog, wo es aber auch ein Forum gibt und gerade Internetforen, wo sich Fans austauschen können über ihren Lieblingsverein, aber auch über alle anderen Belange, die für Fans wichtig sein können. Das sind natürlich großartige Quellen für die Fanforschung. Und da ist ja vor allem auch sprachliche Kommunikation, ist eben auch für die linguistische Fanforschung. Ganz anderes Thema, Twitter. Sie wissen vielleicht, was sich hinter dem Hashtag Beliebers verbirgt. Belieber ist die Selbstbezeichnung von Justin Bieber-Fans. Und wir sehen hier, dass dieser Bieber-Fan Bangtan Beeps heißt er, schreibt, to all believers who stayed and defended Justin on this bird up during the Red Album era, y'all deserve everything and to meet him someday. Group hugs. Ist in zweierlei Hinsicht interessant, dieser Tweet. Es geht hier, oder in dreierlei Hinsicht, es geht um den Support, den Fans für ihr Fanobjekt leisten, ja, also die ihn, die bei ihm geblieben sind und ihn noch verteidigt haben. Es geht um Fans, die in direkte Interaktion treten können mit dem Fanobjekt, hier in der Hoffnung, dass sie Justin Bieber mal treffen werden, tatsächlich in echt leibhaftig begegnen werden. Und es geht aber auch noch hier um die Kommunikation der Fans untereinander, die Group Hugs, die hier verteilt werden, also die große Community der Justin Bieber Fans, die sich als solche verbunden fühlen und dem auch Ausdruck verleihen und das eben insbesondere auch sprachlich. Wiederum anderes Thema. Das hier ist ein Screenshot von fanfiction.de. Sie kennen vielleicht das Genre der Fanfictions, wo also Fans von allem möglichen literarische Texte verfassen, in denen ihre Fanobjekte in irgendeine Rolle spielen. Und hier ist eben ein Justin Bieber-Fan, der eine schon immerhin 106 Kapitel umfassende Liebesgeschichte rund um Justin Bieber verfasst hat. Es gibt hier 214 Kommentare und auch Rezensionen und auch das ist natürlich für die Fanforschung interessant, zum Beispiel auch für die Schnittstelle von Linguistik und Literaturwissenschaft. Das hier wollte ich Ihnen auch noch zeigen. Das hier ist eine Insta-Story von einem Dougie B-Fan. Es gibt, also Dougie B, kennen Sie vielleicht, dieser YouTube-Star, Influencerin, und es gibt jede Menge Instagram-Accounts von Dougie B-Fans, die vor allem ein Ziel haben, oder zwei Ziele, ja, sie möchten natürlich sich gegenüber allen anderen Dougie B-Fans, aber als besonders fleißige Dougie B-Fans zu erkennen geben, vor allem aber möchten sie auch die Aufmerksamkeit des Stars auf sich ziehen. Das gelingt manchmal, wenn Dougie B dann ein
Beitrag oder eine Story liked. Und das sehen wir hier, da Gebi gefällt ein Beitrag, ist diese Systemnachricht, die dieser Fan hier bekommen hat. Und das wird dann natürlich ausführlich kommentiert. Oh mein Gott, Dagi hat mein Bild geliked. Ja, wir sehen also, dass gerade in den digitalen Medien sich vielfache Kommunikations- und Interaktionsanlässe für Fans ergeben, in denen Fans sich als Fans zu erkennen geben und als Fans sprachlich kommunikativ agieren. Und als solches wollen wir uns als LinguistInnen damit beschäftigen. Fans gibt es aber natürlich nicht nur in der Gegenwart und auch lange bevor es digitale Medien gab, gab es Fans. Wir können mal ganz weit zurückgehen hier in die Antike, ins antike Rom. Da finden wir einen berühmten Brief von Plinius Minor, der hier auf die Zirkusspiele zu sprechen kommt. Es gab Zirkusspiele und diese Art der Schaustellung hat für mich nicht den geringsten Reiz. Nichts Neues, keine Abwechslung, nichts, was einmal gesehen zu haben, nicht genügte. Umso mehr wundert es mich, dass so viele tausende, so kindisch immer wieder rennende Pferde und auf den Rennwagen stehende Männer zu sehen verlangen. Wenn jedenfalls die Schnelligkeit der Pferde oder die Kunstfertigkeit der Lenker sie interessierte, wollte ich noch nichts sagen. Doch sie lieben ein bloßes Stück Stoff und ließe man während des Laufs mitten im Kampf die Farben ihre Plätze tauschen, dann würde auch ihr Eifer und ihre Gunst den Platz wechseln und sich unversehens abwenden von jenen Lenkern, jenen Pferden, die sie schon von Weitem kennen, die sie beim Namen rufen. Solchen Reiz, solche Wirkung hat ein einziges billiges Gewand. Was sehen wir hier? Wir sehen hier, wenn auch in einer kulturkritischen Stellungnahme dazu, sehen wir, dass es schon im alten Rom Fans gab. Ja, also Fans von Pferderennen und insbesondere auch Fans von einzelnen Pferderennsportlern, so könnte man heute sagen, die eben sowas wie die Fahnen oder die Trikots und so weiter verehren. Also durchaus auch solche Fan-Devotionalien, wie wir sie auch aus der Gegenwart kennen. Das ist also auch schon für die Antike beschrieben. Was sind also Fans? Oder anders gefragt, was tun eigentlich Fans? Ich möchte Ihnen zwei Definitionsansätze vorstellen. Einer kommt aus der Soziologie, aus dem sehr berühmten Werk von Rose et al. Fansoziologische Perspektiven. Wir müssen vielleicht zunächst mal festhalten, dass Fan, sofern Sie das noch nicht wissen, eine Abkürzung von Fanatic ist. Ist also ein Lehnwort aus dem Englischen. Und was zeichnet also diese Fanatics aus? Das haben Rose et al. So definiert in einer denkbar weiten Definition. Fans sind Menschen, die längerfristig eine leidenschaftliche Beziehung zu einem für sie externen öffentlichen, entweder personalen, kollektiven, gegenständlichen oder abstrakten Fanobjekt haben und in die emotionale Beziehung zu diesem Objekt Zeit und oder Geld investieren. Ich denke, mit dieser Definition kann man arbeiten. Es ist eine Arbeitsdefinition, die eben möglichst viel von all diesen Phänomenen erfassen soll, die mit Fans zu tun haben. Sie ist aber irgendwie auch auf eine Art unbefriedigend, zumindest für uns als LinguistInnen, die wir uns ja gerade für Fankommunikation interessieren. Denn hier heißt es zwar eine leidenschaftliche Beziehung, aber worin sich die Beziehung eigentlich äußert, wie sie sich beobachten lässt und wie ihr Ausdruck verliehen wird, auch gegenüber anderen Fans, das kommt hier zu kurz. Auch die Tatsache, dass Fans normalerweise Fan-Communities bilden und sich in Fankulturen formieren. All das bleibt hier außen vor, weswegen ich ergänzend noch dieses Zitat hier präsentieren möchte von John Fiske, der formuliert hat: All popular audiences engage in varying degrees of semiotic productivity, producing meanings and pleasures that pertain to their social situation out of the products of the culture industry. But fans often turn the semiotic productivity into some form of textual production that can circulate along and thus help to define the fan community. Fiske kommt aus den Cultural Studies, einer Unterart oder einer Spielart der Medienwissenschaft, die sich mit Populärkultur vor allem beschäftigt und da vor allem auch sich anschaut, was eigentlich das Publikum tut bei der Rezeption von populärkulturellen Erzeugnissen.
Und er sagt hier, dass eine gewisse semiotische Produktivität, das ist ja so selbst Zeichen hervorbringen und Sinn, ja, Sinn produzieren mithilfe der Produkte der Kulturindustrie. Das ist ganz normal, das gehört einfach zur modernen Populärkultur dazu. Aber es gibt noch eine bestimmte Form von Audience, nämlich die Fans, die tatsächlich auch selbst Texte produzieren, die dann innerhalb der Fan-Community zirkulieren, so sagt er, und darüber überhaupt ist die Fan-Community konstituieren und definieren. Das heißt, wir können festhalten, Fandom, wir können auch sagen Fantum, aber ich bleibe mal beim englischen Wort Fandom, ist ein Kommunikationsanlass und ist vor allem auch eine kommunikative Praxis. Und aus dieser Ecke herkommt, ergeben sich natürlich gerade für die Linguistik vielfache Untersuchungsmöglichkeiten. Und das ist also die Perspektive, die wir hier einschlagen wollen. Winter hat das mal so formuliert: Fans, so sagt er, suchen den Kontakt zu Gleichgesinnten, sie gehen emotionale Allianzen ein, sie kreieren affektive Formen der Vergemeinschaftung und schaffen eigene Sozialwelten. Ihre Praktiken führen sie mit Interesse und Leidenschaft aus. So produzieren die ambitionierten Fans eigene Fanzines, schreiben Filmkritiken und werden Fankünstler. Fansein bedeutet, ein profundes Wissen über ein Filmgenre, einen Star oder eine Musikausrichtung zu haben, es zu vertiefen, mit anderen zu teilen und zu kultivieren. Durch diese aktive Nutzerposition wird eine gewisse Kontrolle über das Objekt der Begierde ausgeübt, die die Voraussetzung für Vergnügen und Spaß ist. Gleichzeitig werden Werte, moralische und ästhetische Präferenzen ausgedrückt. Auch subtile und trickreiche Praktiken des Widerstandes gegen dominante Bedeutungen und Sinnstrukturen können entstehen. Ja, also auch hier, so wie Fiske das auch schon geschrieben hat, hier noch ein bisschen weiter ausgefaltet und ausdifferenziert, welche kommunikativen Praktiken wir also gerade bei Fans vermuten dürfen. Und als solche sind Fans eben schon lange ins Zentrum der wissenschaftlichen Erforschung gerückt. Später erst in der Linguistik, vor allem muss man sagen in der Soziologie und der Medienwissenschaft. Was hat da eigentlich an Fans interessiert? In der Soziologie, wo es am meisten Fanforschung gibt, gibt es zum Beispiel diese Fragerichtungen. Man stellt fest, Fans sind ein spezifisch modernes gesellschaftliches Phänomen. Wir haben zwar gesehen, in der Antike gab es auch schon sowas Ähnliches wie Fans, aber so wirklich als so ein wirkliches Massenphänomen ist es erst in der Gegenwart geworden oder so ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, als es durch die Industrialisierung plötzlich sowas wie Freizeit gab. Und durch Verfügbarkeit von Freizeit braucht es dann eben solche Zerstreuungsmöglichkeiten und erst dann konnte Fandom zu einem Massenphänomen werden. Geradezu gegenläufig zu dieser Massenphänomensperspektive stellt die Soziologie aber auch fest, dass es ein Individualisierungsphänomen ist oder ein Singularisierungsphänomen, wie Reckwitz sagen würde. Denn wir haben in der Gegenwart die Möglichkeit und geradezu auch die Verpflichtung zur freien Wahl unserer Fanobjekte. Ja, wir müssen uns aussuchen, von welchem Film- oder YouTube-Star wir Fan sein möchten, welchem Fußballclub wir folgen möchten. Und das ist etwas, was etwas spezifisch Modernes ist und sich gut verschalten lässt mit anderen Fragen von modernen Individualisierungsprozessen. Mit Blick auf Fan-Communities stellt die Soziologie fest, dass Fanszenen zwischen den Polen von Identifikation und Distinktion angesiedelt sind. Wir identifizieren uns erstens natürlich mit dem Star, aber auch mit den anderen Fans. Gleichzeitig grenzen sich Fans auch typischerweise ab von den 0815-Konsumenten zum Beispiel oder von den Fans verfeindeter Fußballclubs. Und man stellt auch in der Soziologie fest, dass es inzwischen sowas wie Kommerzialisierung und Professionalisierung des Fantums gibt. Es gibt kommerzielle Fanclubs und natürlich wissen Firmen, Marketingagenturen sehr genau inzwischen, wie sie Fans adressieren, damit sie daraus dann Profit schlagen können. Und es gibt auch geradezu professionalisierte Fans. Also denken wir an Podcasts von
Harry Potter-Fans zum Beispiel, die derart erfolgreich sind, dass sie selbst schon wieder Fanobjekt werden und damit auch tatsächlich schon Geld verdienen können. Ja, auch das sind Phänomene, die wir beobachten können. In der Medienwissenschaft gibt es zwei Fragerichtungen im Wesentlichen. Einmal kann man sich die Fangeschichte anschauen für das Projekt einer Mediengeschichte. Zum Beispiel stellen wir fest, dass die Verfügbarkeit von Sportübertragungen, Sport-Live-Übertragungen, die Verfügbarkeit von konservierter Musik, aber auch jetzt durch das Internet, soziale Medien und so weiter, die mediale Vernetzung der Fans, dass das also mediale Innovationen sind, die natürlich die Art und Weise, wie Fans agieren können, ganz grundlegend prägen. Und vieles von dem, was wir an medialen Innovationen beobachten können über die Verlaufe der Jahrzehnte, können wir am Beispiel von sich wandelnden Fanpraktiken besonders gut beschreiben und zum Teil auch dadurch erklären. Und schließlich, das hatte ich schon angedeutet, Fansein ist eine Form der Medienaneignung. Also man kann sich eigentlich kaum vorstellen, wie man von etwas Fan sein kann, ohne in irgendeiner Form Medien zu konsumieren oder von Medien Gebrauch zu machen. Massenmedien genauso wie digitale Medien. Und es ist aber eine besonders engagierte Form der Medienrezeption mit ganz spezifischen Formen der Anschlusskommunikation. Eben es gibt dann sowas wie Foren, auf denen über die aktuellen Tatort oder Germany's Next Topmodel Folgen diskutiert wird. Und das ist gemeint Anschlusskommunikation. Ja, und hier kann natürlich die Linguistik auch wunderbar ansetzen. Konkrete empirische Gegenstände, die man sich nun in diesen Perspektiven anschauen kann und die auch schon so betrachtet wurden, sind. Also was sind Formen von Fankommunikation, die man wissenschaftlich erforschen kann? Wir können uns anschauen Faninteraktionen, also wie handeln Fans miteinander? Zum Beispiel im Fußball, Pop-Fans von bestimmten Musikgruppen, aber auch wie interagieren Fans auf Twitter eigentlich miteinander. Verwandt damit zur Textsorte der Fanforen gibt es auch schon Forschung. Wir können uns anschauen, wie eigentlich Fans ihren Emotionen Ausdruck verleihen, gerade auch im Kollektiv. Denken wir zum Beispiel an Fußballstadien, ja, oder auch an Großereignisse wie Konzerte, die natürlich auch immer kollektive, emotionale Geschehen sind. Fanzines hatte ich schon genannt, also diese besondere Textsorte von Magazinen, die von Fans produziert werden. Fanfiction hatte ich schon genannt. Und schließlich auch interessant, Fälle von Fan-Star-Interaktion. Was passiert eigentlich, wenn Fans tatsächlich ihren Stars begegnen, in echt oder auch in solchen Formaten wie Fancalls, womit wir uns auch in diesem Seminar noch beschäftigen werden. Linguistische Beiträge nun zu diesen Phänomenen, auch wenn hier überall Sprache involviert ist und eine ganz wesentliche Rolle sogar spielt, liegen allerdings bisher nur vereinzelt vor. Es gibt einzelne Beiträge von Clem eben zu den Fanforen. Ich selber habe ja auch einen Forschungsschwerpunkt in der vor allem Fußball-Fankommunikation, aber auch zu anderen Formen von Fans. Allerdings muss man sagen, dass es für eine ganze Reihe von linguistischen Grundfragen, die uns eigentlich als Linguistinnen und Linguisten brennend interessieren müssten, das Thema Fankommunikation besonders ertragreich ist. Ich möchte mal ein paar Pflöcke einschlagen. Sprache und Emotionen, ja, können wir wunderbar untersuchen anhand von Fankommunikation. Sprache und Identität. Welche Rolle spielt Sprache bei der Stiftung von persönlicher, aber auch kollektiver Identität? Welche Rolle spielt Sprache in sozialen Gruppierungen? Was finden wir für Formen des Sprachgebrauchs in den neuen, vor allem auch in den sozialen Medien? Und schließlich für so ein Konzept wie Performativität und inkorporierte Praktiken. Also gibt es sowas wie eine bestimmte fantypische Form im
im Kollektiv Emotionen zum Ausdruck zu bringen und performativ zu inszenieren. Ja, und auch das können wir wunderbar am Beispiel von Fans untersuchen. Und schließlich soziale Rollen, wie werden sie kommunikativ ausgehandelt? Gerade innerhalb von Fan-Communities gibt es durchaus auch konfliktäre Aushandlungen darüber, welche Rolle eigentlich wer einnehmen soll, wer sind die echten Fans, wer sind die Schönwetter-Fans und so weiter. Und das ist auch interessant, das am Beispiel von Fans zu untersuchen. Und deswegen sind vor diesem Hintergrund die leitenden Fragestellungen unseres Seminars die folgenden. Zunächst mal rein empirisch betrachtet wollen wir uns überlegen, was haben eigentlich Tatort-Fans, Papst-Fans und Fußball-Fans und gemeinsam und was unterscheidet sie? Wir wollen uns also mit möglichst vielen verschiedenen Fanszenen und möglichst vielen verschiedenen Fanpraktiken auseinandersetzen und sowohl das Verbindende als auch das Scheidende herausarbeiten. Wir möchten fragen, wie sich eigentlich Rezipientinnen eines sozialen Ereignisses als Fans zu erkennen geben und wie werden sie auch möglicherweise erst in der Berichterstattung darüber zu Fans gemacht. Wir wollen uns fragen, welche Kommunikationskanäle und welche Medien im Kontext von Fankulturen wie genutzt werden. Und wir müssen uns klar machen, dass auch Körper natürlich Medien sein können. In einem erweiterten Medienverständnis denken wir mal an den Fußball, ja, rhythmisches Klatschen oder auch so archaische fankulturelle Praktiken wie 1, 2, 3, oberkörperfrei, kennen Sie vielleicht. Auch das sind interessante Fragen. Und wir wollen herausarbeiten und das uns langsam erschließen, welche theoretischen Konzepte sind eigentlich geeignet, um Fankommunikationsphänomene empirisch zu beschreiben. Ja, und wir möchten uns diesem Fragenkatalog nähern, indem wir das Seminar wie folgt gliedern. Ganz wichtig ist mir, ich möchte inhaltlich, also bei der Frage, mit welchen Fan-Communities und welchen Fan-Kommunikationsphänomenen wir uns beschäftigen wollen, gar nicht so viel vorgeben. Klar, ich werde Ihnen Vorschläge machen, aber ich möchte vor allem auch, dass wir Ihren Interessen, Ihren eigenen Interessen hier nachgehen können. Deswegen werden wir einen Themenworkshop machen und gemeinsam überlegen, was wären interessante Phänomene. Dann wird es zu Beginn natürlich einige theoretische, aber auch methodische Grundlagensitzungen geben. Wir werden noch besprechen, wie man gut Daten erhebt und wie man sie auswertet. Bis Pfingsten kommen dann noch zwei Sitzungen zu empirischen Detailstudien in Absprache mit Ihnen. Und dann ist nach Pfingsten angesetzt eine mehrwöchige Projektarbeit. Ich möchte also, dass Sie in kleineren Gruppen, insgesamt fünf, sich einem Phänomen oder einem Phänomenbereich zuwenden und da eigenständig ein bisschen ausführlicher empirisch arbeiten und das dann auch entsprechend aufbereiten für eine Präsentation. Das kann ein Poster sein, aber auch ein Video können Sie drehen, ein Podcast, seien Sie kreativ, alles ist möglich. Und dann haben wir ausgiebig Zeit, das zu präsentieren, das zu besprechen. Und dann bleibt am Ende sogar vielleicht noch ein bisschen Zeit, um nochmals im Plenum sich mit verschiedenen empirischen Phänomenen zu beschäftigen. Wir werden in diesem digitalen Seminar wie folgt arbeiten. Es wird einen Mix geben aus synchronen und asynchronen Formaten. Ich werde vor allem am Anfang immer wieder kurze Input-Videos aufnehmen. Es wird in jeder Sitzung zumindest ein bisschen was für Gruppenarbeit geben, in denen Sie sich kollaborativ mit empirischem Material oder auch mit Texten auseinandersetzen können. Wir werden das dann auch im Plenum zusammentragen, werden dazu Videokonferenzen machen. Wichtig ist mir, dass wir laufend Ergebnisse sichern. Seien es die Ergebnisse aus Ihren Gruppenarbeiten, seien es die Ergebnisse aus der Projektarbeit. Und dazu gibt es ja alle möglichen digitalen Formate, wo sowas einfach und niedrigschwellig geschehen kann. Padlets, ein Blog und auch ein Miro-Board wird es geben. Dazu gleich noch mehr. Ein paar Infos noch dazu. Alle Texte und alle Slides und weitere Materialien und so weiter finden Sie auf Opal. Das ist die zentrale Anlaufstelle.
Es gibt eine Zotero-Gruppenbibliothek mit der einschlägigen Fachliteratur, mit der, die wir im Seminar lesen, aber auch noch viel mehr, was interessant sein könnte. Wie man mit Zotero arbeitet, werde ich Ihnen noch erklären. Die kursweite Kommunikation kann gern über die Matrix laufen. Ich habe einen Raum eingerichtet und stelle Ihnen den Link auf Opal zur Verfügung. Dem können Sie ihn beitreten. Ich hatte schon gesagt, wir werden empirisches Material gemeinsam analysieren, mit Hilfe von solchen Tools wie QuickPad, Padlet und so weiter. Und es gibt eben ein kontinuierlich wachsendes Miro-Board zum Seminar, wo es auch die Möglichkeit geben wird, dass Sie interessantes Material, was Sie finden, ablegen können. Und das wird kontinuierlich wachsen. Es ist noch nicht ganz absehbar, wohin es laufen wird, aber den Link finden Sie auf jeden Fall auf Opal. Bei Miro müssten Sie sich dann bitte einen Account kostenlos zulegen, damit Sie da selber auch mitarbeiten können. Zu den Prüfungsleistungen. Es ist so, dass ich Ihnen natürlich gerne anbiete, dass Sie die Projektarbeit, an der Sie sich ja sowieso alle beteiligen, einfließen lassen. Ich möchte allerdings die Projektarbeit selbst nicht benoten. Ich möchte gerne, dass Sie da frei von Notendruck Ihrem Interesse nachgehen können und dass vor allem auch Sie nicht in die Bredouille kommen, dass dann Einzelne sich nicht wirklich beteiligt haben an der Projektarbeit und dann aber trotzdem dafür eine Note kriegen. Das sorgt häufig für Unmut und für Spannungen innerhalb der Gruppe. Deswegen ist die Projektarbeit selbst nicht benotet, aber Sie sollen bitte für eine Kurzüberprüfung wirklich einen kurzen Projektbericht verfassen im Anschluss daran, den ich dann bewerten werde. Bei der lektürebezogenen Aufgabe das Gleiche, nur dass der Projektbericht ein bisschen ausführlicher sein soll. Und auch einen ausführlicheren Literaturbericht umfassen soll. Also nicht nur, was haben Sie rausbekommen, sondern auch, was ist der Forschungsstand und wie ist es einzuordnen in das große Feld der Fanforschung. Und bei der kombinierten Arbeit können Sie dann sich die Beteiligung an der Projektarbeit sozusagen als Vorleistung anrechnen lassen und schreiben dann eine 12- bis 15-seitige Seminararbeit. Ich bin insgesamt sehr offen für alternative Formate jenseits von schriftlichen Texten. Also es soll mir auch recht sein, wenn Sie die Projektberichte als kurze Podcasts produzieren. Auch die kombinierten Arbeiten können Sie als Podcasts, als Videos, als interaktive Webseiten. Sprechen Sie mich an. Ja, ich lasse mit mir reden, seien Sie kreativ. Und da sind dann auch Partnerarbeiten möglich. Bei Partnerarbeiten gilt allerdings immer, dass ich eine Note vergebe, die für beide gilt. Und ich biete Ihnen das aber an. Sie können das gerne in Anspruch nehmen, wenn Sie das möchten. Gut, in Vorbereitung auf die zweite Sitzung möchte ich Sie bitten, den Text von Rose et al., die Einleitung zu lesen, sowie den Überblickstext von Bednarek. Und gehen Sie doch schon mal in sich und überlegen sich, mit welchem Kommunikationsphänomen Sie sich gerne mal beschäftigen würden im Seminar, sei es in der Projektarbeit oder in den anderen Sitzungen. Wir möchten in der nächsten Woche, wie gesagt, in einem Themenworkshop einfach mal sammeln, was uns denn so interessieren würde. Ich danke für die Aufmerksamkeit und ciao.